Okay, and action. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ein junger Messermacher aus Deutschland ist gerade in aller Munde, Jan-Ole Blaurock, Gründer von Blaurock Blades. Er ist extrem kreativ, clever, innovativ, ausgestattet mit einem feinen Gespür für den Markt und dazu gelernter Zerspannungsmechaniker. Das ist dann wohl eine sehr gute Kombination, wie man an diesen Kreationen sehen kann. Ich sage hier ganz bewusst Kreationen, denn das ist für mich CNC-Kunsthandwerk. Zu Jan-Ole sage ich dann am Ende des Videos noch ein paar Worte, denn da kommt noch einiges Interessantes auf uns Messerfans zu. Wie kam ich zu diesen Messern? Da möchte ich ganz herzlich Jan-Ole Blaurock und Stefan vom Kanal Stefan123321 danken. Dass diese wunderschönen Werkzeuge hier bei mir auf dem Tisch liegen, ist nur aufgrund eines Passarounds möglich. Hier liegen gerade 760 Euro, also je Messer 380 Euro. Das liegt dann doch weit außerhalb meines derzeitigen Budgets. Deshalb wirklich vielen Dank für diese Möglichkeit. Eine besondere Erwähnung verdient hier Stefan. Die Worte, die er für meinen Kanal und mich fand, haben mich wirklich sehr berührt. Also Stefan ist ein feiner Kerl, das wissen wir alle in der Szene. Ja, seine Videos schaue ich mir jetzt schon seit Ewigkeiten an. Lang bevor ich selbst auf YouTube aktiv wurde. Für mich immer eine große Inspiration und ich ärgere mich immer wieder, dass ich nicht schon viel früher mit YouTube angefangen habe. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Vielen Dank, Stefan. Auch zu Stefan und zum Passaround sage ich dann am Ende des Videos noch was. Jetzt geht's dann aber los und zwar mit dem Griff, das BAB 3V2. Die Griffe beider Modelle sind identisch. Bei diesem CNC gefrästen Titangriff gibt es für mich keine klar definierte Showside. In beiden Seiten des Griffes kann man sich hier verlieren. Das ist ein sehr cleaner und aufregender Look, sehr technisch gehalten. Hinten befindet sich ein mit 5 mm Innendurchmesser ausreichend dimensioniertes Lanyard-Loch. Darunter ist die fortlaufende Seriennummer, in diesem Fall die 127, bei dem hier ist es die 124. Die Titanoberfläche erhielt ein Stonewashed-Finish. Das macht den Griff unempfindlicher gegenüber Kratzern. Also die fallen dann zumindest nicht so auf. Jan-Ole bietet verschiedene Farbtöne an. Ich habe in der Videobeschreibung die Internetseite verlinkt. Könnt ihr euch einfach mal umgucken. Das ist jetzt hier so ein leichter Bronzeton. Das ist Silbergrau. Ja, dann ist hier das wirklich, wirklich extrem clean. Man hat hier lediglich diese Schraube. Das ist ein 8er Torx. Und dann diese von Jan-Ole selbst entworfene Achsschraube. Erinnert ein wenig an eine alte Telefonwählscheibe, auch ein bisschen an eine Revolvertrommel. In jedem Falle sehr prägnant und auch ein Alleinstellungsmerkmal. Diese Schraube kann man mit einem verstellbaren Stirnlochschlüssel, mit einer Sicherungsringzange oder eben diesem selbst entworfenen Tool von Jan-Ole betätigen. Das ist hier nicht nur ein kleines Spezialwerkzeug, sondern kann auch als Bead mit einem Lanyard am Messer getragen werden. Finde ich genial, gibt es als Zubehör bei Blaurock Blades. Ja, wie erwähnt, ist es ein sehr aufgeräumter Look. Zwei Schrauben, ein Loch, dann eine sehr schwungvolle Linie, viele Ecken und Kanten. Einfach sehr gelungen. Ja, hier ist ein Backspacer aus Titan, der nimmt etwa ein Drittel der Grifflänge ein. Der Rest ist hier offen konstruiert. Das Innenleben ist absolut sauber. Also hier sieht man zwei kleine Löcher, die sind für die Schrauben, die dann für die Bearbeitung des Titans nötig sind. Kurz noch auf die andere Seite, optisch ebenfalls sehr überzeugend. Hier sieht man dann die Achsschraube mit dem Firmenlogo. Links ein B, rechts ein B, steht für Blaurock Blades, in der Mitte ein Schwert. Dann hier dieser schön gestaltete Framelock, auf den ich dann beim Thema Klinge noch mal ein bisschen genauer eingehe.
Hier hinten ist ein Titanclip, der nimmt die Form bzw. den Schwung des Griffendes auf. Für einen Titanclip ist die Spannung hier wirklich ausgewogen. Also im Allgemeinen ist das ja oftmals eher ein Kompromiss, weil entweder zu steif oder zu wenig Platz zwischen dem Clip und dem Griffkörper. Aber das ist hier wirklich gut gelöst. Der Clip ist nicht ummontierbar, lediglich tipp-ab rechts. Ja, in letzter Zeit hat sich meine Meinung bzw. mein Wunsch bei Clips so ein bisschen manifestiert. Ich wünschte mir Clip-Lösungen, die innerhalb des Griffes verschwinden, also vielleicht hier hinten dann irgendwie. Mir ist schon klar, dass dies mit einem gewissen Konstruktionsaufwand verbunden ist, aber ja, macht für mich ein Messer nochmal ein bisschen begehrenswerter. Man hat keine Schraubenlöcher an der Seite, wenn man sich dafür entscheiden sollte, den Clip doch mal zu entfernen. Man kann den Clip auf rechts oder links umsetzen, ist dann auch kein Problem. Vielleicht wäre das auch für dieses Messer eine Idee. Aber ansonsten ist das, wie erwähnt, definitiv einer der besseren Titanclips. Hier finden sich auch diese Fräsrillen wieder, die ringsherum um den ganzen Griff gehen. Also das lockert nicht nur die Optik auf, es ist zudem ein schöner Blickfang und diese Rillen verleihen darüber hinaus Grip. Dann komme ich endlich bei der Handlage des etwa 11 cm langen und 12 mm breiten Griffes an. Bis Handschuhgröße 10 geht das in Ordnung. Ich ziehe mal kurz meinen Ring aus, das macht komische Geräusche. Ab Handschuhgröße 11 wird es eng. Also hier der kleine Finger findet hier gerade noch Platz. Das fällt hier halt dann doch sehr stark ab. Wir haben hier hinten ein Griffvolumen von etwa 57 mm und hier in diesem Bereich etwa 62 mm. Das ist ein konturierter Griff. Das muss man mögen. Ich sage dann am Ende des Videos nochmal was dazu. Dennoch ist die Handlage hier wirklich gut. Es gibt keine störenden Elemente. Auch der Clip fällt nicht unangenehm auf. Ja. Diese ganzen Kanten mit diesen Fräsrillen, die sind alle angefasst, abgerundet. Also, das passt. Wenn man geübt ist, könnte man hier auch in einen Vorgriff gehen. Also, da passiert auch nichts. Die Verarbeitungsqualität ist erstklassig. Hier steckt wirklich viel Liebe zum Detail drin. Die Handlage passt. Jetzt komme ich zu diesen beiden Klingen. Das BAB3 V2 mit der Recurve-Klinge hatte ich im Wald dabei. Da habe ich mich mal wieder ein Löckchen probiert. Das wird ganz, ganz langsam besser, aber konstant ist das noch lange nicht. Kurz zum Stahl. Das ist der Böhler M390, ausgehärtet auf 63 bis 64 HRC. Das ist ein sehr verschleißfester Stahl, hält sehr gut die Schärfe, zudem mit etwa 20% Chromanteil extrem korrosionsbeständig. Insgesamt ein relativ pflegeleichter Stahl mit einem kleinen Nachteil. Wenn dann der Zeitpunkt mal naht, ab dem man den M390 nachschleifen muss, dann benötigt man etwas mehr Zeit und mindestens ein Diamant- oder Keramikschleifsystem. Mit einem normalen Schleifstein wird es dann ein bisschen schwer. Wie Stefan schon feststellte, ist das hier kein Slicer. Aber das Messer leistet absolut zuverlässig seine Arbeit. Es ist wirklich sehr scharf. Man hat auch nie das Gefühl, dass es einen irgendwie im Stich lässt oder die Klinge stumpf wird. Das ist ein toller Stahl, kann man nicht anders sagen. Kurz nochmal zum Thema Slicer. Hinter der Schneidphase habe ich einen Wert von 0,7 gemessen. Das ist nicht überragend, aber Jan Ole hat diesen Wert auf dem Schirm und möchte in Zukunft auf etwa 0,4, 0,5 mm kommen. Also auch hier passt das dann. Hier noch ein bisschen Gemüse. Karotten werden eher ein bisschen gespalten. Zwiebeln hingegen gehen ganz gut, da gibt es keine Probleme. Tomate ebenfalls problemlos. Hier noch ein bisschen Schnur. Auch das funktioniert wirklich gut. Insgesamt ist das Messer eher auf Vielseitigkeit ausgelegt. Es funktioniert wirklich in nahezu allen Disziplinen absolut zuverlässig. Zu den technischen Daten hier die Recurve und hier die Drogbond-Variante. Die Klingenlänge ist bei beiden Modellen identisch. Wenn man ab hier unten zur Spitze misst, sind das etwa 79 mm, effektiv immer noch 74 mm. Die Klingenbreite liegt bei 3,6 mm.
läuft auch sehr stabil zur Spitze aus bei beiden Modellen. Die Klingenhöhe liegt bei beiden Modellen etwa bei 30 mm. Diese 0,7 mm in der Schneidphase habe ich schon erwähnt. Sehr interessant ist dieser CNC gefräste Hohlschliff. Also das ist wirklich, sieht richtig gut aus, diese gefrästen Rillen. Das machen nicht viele Hersteller. Stefan erwähnte Crimsmore Knives. Mir ist dann noch das Surgeon von Dominic Binkert bekannt. Bei den Blaurock-Messern ist das dann nochmal eine Spur feiner ausgeführt. Es sieht einfach genial aus, das kann man nicht anders sagen. Wir haben mehrere Öffnungsmöglichkeiten. Hier ist bei beiden Messern ein sehr großer Klingendurchbruch, angepasst an die jeweilige Klingenform. Hier die Drop-Point, hier die Recurve-Variante. Ja, das ist eine sehr schöne Detaillösung. Jetzt wird es ein bisschen peinlich für mich. Ich versuche mich am Spidey-Flick. Das ist garantiert nicht meine Stärke. Ja, einmal hat es jetzt funktioniert. Ja, okay, ich glaube, ab jetzt lasse ich es dann lieber. Es geht natürlich auch die normale Öffnung und wir haben noch ein Flipper-Tab. Mir persönlich ist das am liebsten. Also ich finde, es geht auch am besten. Das ist natürlich alles Übungssache. Die Klinge läuft extrem sauber auf Kugellagern. Also man spürt den Lauf gar nicht. Das ist wirklich, als ob diese Klinge schwebt. Ich kann das nicht anders beschreiben. Die Kugellager befinden sich hier innerhalb eines Messingkäfigs und zwischen dem Titan und den Kugellagern ist dann nochmal eine angepasste gehärtete Metallscheibe. Die ist dann auch notwendig. Das Titan würde sich nämlich schneller abnutzen. Verriegelung ist hier ein Framelock und der rastet sehr sauber ein. Innen sitzt hier noch eine verschraubte und gehärtete Stahlplatte. Auf Englisch nennt sich das dann Lockbar Insert. Wie anfangs erwähnt, ist das BAB3 V2 CNC Kunsthandwerk. Ich kann das wirklich nicht anders sagen. Kurz zum Gesamtgewicht. Das Drop-Point-Modell wiegt etwa 113 Gramm, das Recurve etwa 116. Das spezifische Gewicht von Titan liegt etwa 40 bis 45% unter dem von Stahl. Also für die Größe und für die verbauten Materialien ist das ein sehr passables Gewicht. Kommen wir zum Fazit. Mein Fazit: Wir haben mit dem M390 und Titan einen wirklich tollen Materialmix. Die Fertigungsqualität ist auf extrem hohem Niveau. Das Design ist sehr, sehr ansprechend. Ich persönlich würde mich hier für die Drop-Point-Variante entscheiden. Liegt aber mehr darin, dass ich ja mit dem Recurve nicht so warm werde. Aber das ist wirklich, wirklich subjektiv. Kurz gesagt, die Messer von Blaurock Blade sind richtige Schönheiten. Absolute Kaufempfehlung. Im Lieferumfang haben wir hier noch dieses kleine Täschchen. Blaurock Blades wurde hier aufgenäht. Ja, ist sehr simpel, aber man muss diesem Täschchen zugute halten, dass man es gegebenenfalls auch absperren könnte mit einem kleinen Vorhängeschloss. Das heißt, man kann das Messer von A nach B sicher transportieren, ohne irgendwie ja, Probleme mit dem Paragraphen 42a zu bekommen. Auch eine gute Sache. Würde ich irgendwas an diesen Messern ändern wollen, das kann ich jetzt so gar nicht sagen, aber mir würde eine Variante mit etwas mehr Griffvolumen sehr gefallen und ohne diese Mulde für den Zeigefinger. Auch das ist jetzt rein subjektiv. Ja, das mit dem Clip habe ich vorhin schon mal erwähnt. Ja, kurz noch zum Preis. Wie anfangs erwähnt, liegt hier ein Messer bei etwa 380 Euro. Das klingt jetzt gar nicht so wenig, aber man muss dann auch bedenken, da steckt sehr viel Arbeit drin. Das Design, dann noch die Konstruktion. Die Fertigung findet in Deutschland statt. Wie ich das jetzt mitbekommen habe, werden lediglich die kleinen Torx-Schrauben zugekauft und auch diese Kugellager. Ja, ansonsten haben wir noch die Energiekosten. Dann gibt es noch Maschinen, die das Ganze herstellen müssen. Die Materialkosten, wir haben M390 und Titan, das ist jetzt auch nicht so das billigste Zeug. Deutschland ist nicht als Steuerparadies bekannt, so setzt sich dann so ein Preis zusammen. Und einen gewissen Stundenlohn muss man dem Jan Ole auch noch zugestehen. Ja, nochmal kurz zu Jan Ole. Er ist wirklich nie zufrieden, er findet immer wieder was an den Messern, wo er dann nachbessert. Den Wert hinter der Faser habe ich schon angesprochen, den will er deutlich senken. Der Framelock wird hier auch überarbeitet. Ich sage nur 3D gefrästes Lockface.
Ja, die BAB3 V3 Modelle kommen dann mit dem LC200N Stahl. Also, das ist auch eine Ansage. Es wird wirklich stets an der Weiterentwicklung gearbeitet und Jan Ole möchte in Zukunft auch Klingen für die 93 mm Victorinox Alux Modelle anbieten. Auch anderes Zubehör für Victorinox ist angedacht. Ja, das wird auf jeden Fall spannend. So, langsam komme ich dann zum Ende. Das ist für meine Verhältnisse eh schon ein sehr langes Video geworden. Das Passaround geht dann weiter. Der nächste Kandidat ist Fred Braner, auch ein YouTuber, den ich sehr mag. Ich finde, seine Videos sind an Struktur kaum zu überbieten. Da steckt viel Arbeit drin. Besonders seine Messervorstellungen und seine Modding-Videos sind für mich wirklich ein absolutes Muss. Die schaue ich mir alle an. Ich freue mich auf seine Vorstellung dieser beiden Messer. Das wird sehr, sehr gut, da bin ich mir sicher. Ich verweise nochmal auf die Videobeschreibung. Da habe ich dann alles zum Jan Ole und zu Blaurock Blades reingepackt. Zudem verlinke ich alle Videos, die mir zu Recherchezwecken dienten und natürlich auch die Videos, die dann hier mit dem Passaround noch zu tun haben. Nochmal ein großer Dank an Stefan und Jan Ole. Im Zuge der Recherche habe ich beiden sehr, sehr viele Fragen gestellt. Besonders Jan Ole habe ich mit Fragen förmlich zugeschüttet, möchte ich sagen. Danke für die Geduld. Ja, hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese Messer mal in Händen zu halten. Danke für diese Möglichkeit. Das Paket geht demnächst dann raus. Stefan hat mir in das Paket ein bisschen was reingepackt für mich. Ich werde auch Stefan ein bisschen was reinpacken und Fred bekommt dann auch eine Kleinigkeit. Das war's jetzt dann wirklich. Danke für euer Durchhaltevermögen und ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.